Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Elder Scrolls Die Morrowind. Ne, Tribunal. Ne, ihr wisst, was ich meine. Wir befinden uns hier in irgendwelchen unterirdischen Zeug. Und ja, mit unserem Freund Pontius Pilatus. Mit dem zusammen werden wir hier jetzt die Hütte rocken. Sofern er uns denn folgen mag. Ach, du bist so kacke, Bastard. Hier entlang. Sag mal, hallo? Hier. Jetzt hier hoch. Danke. Tempelgruft, glaube ich. Da wollen wir hin, denke ich mal. Sind wir hier richtig? Ich hoffe schon. Ach Gott. Ich habe gerade versucht, Superman 64 aufzunehmen. Problem, ich habe mein Gamepad nicht dabei. Das heißt, Tastatursteuerung. Und diese Tastatursteuerung ist nicht nur... Ist der Typ schon wieder hin, Alter? Hallo? Weh, du hängst an diesem Stein fest. Weh. Wo ist der? Will der mich jetzt verarschen? Alten. Es ist... Ja, es spiegelt hier gerade ein bisschen auf deinem Bildschirm. Ich sehe nicht wirklich irgendwas. Deswegen... Au, war ich Superman 64. Ja, ganz genau. Dieses super tolle Spiel, was so schon... Kacke ist wie... Nicht. Ohne mein Gamepad zu spielen. Das... ist eindeutig etwas, was ich nicht machen sollte. Denn Steuerung gleich Null. Ich konnte gar nichts machen. Also nicht gar nichts, sondern einfach nur gar nichts, gar nichts. Es war wie ein riesiger Haufen. Shit. Alter, wo ging's lang? Ah, oh, das hier war die Sackgasse. Hier befand sich überall nichts. Deswegen habe ich die Aufnahme abgebrochen gehabt und... Ja, ihr werdet es niemals zu sehen bekommen. Niemals. Ich meine... Eigentlich habe ich das hier mit diesen Ringen relativ jetzt schon gut drauf, wie ich finde. Also besser als am Anfang zumindest. Aber ohne Gamepad. Ohne Gamepad geht das überhaupt nicht. Ich meine, ich habe jetzt... 13 Minuten. Tempelkatakomben. Tempelgärten. Ich glaube, da muss ich hin. Ja, 13 Minuten an dieser einen scheiß Ringsequenz gesessen und habe sie nicht geschafft. Ja, von hier sind wir doch gekommen. Alten. Tempelgärten. Was zur Hölle? Muss ich jetzt schon wieder... Mönch sowieso hin. Hallo? Junge? Sag nicht, du hängst noch da drin fest. Das würde mich irgendwie anpissen. Hallo? Stehst du da? Toll. Meister. Schreiende Toten. Ja, bla. Was ist denn überhaupt dieser dämliche schreiende Tod? Ich bin ihn noch nicht gefunden. Noch nicht gefunden. Aber ich habe gelesen, dass ich irgendwie auf diesem richtigen Weg bin, wenn ich ja jede Menge von diesen komischen Typen ab... umgelegt habe. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier lang. Und hier lang. Und hier lang.
und fühle mich spitze. Bist du noch hinter mir? Ja, das bist du. Tempelkatakomben. Tempelgruft. Wo geht's hier irgendwo lang? Ich kann überhaupt nicht sehen. Ist es hier nichts weiter als eine riesige Sackgasse? Ich nehme an, von da sind wir gekommen. Tempelkatakomben. Muss hier auch noch eine Tür sein, oder? Gehen wir mal da durch. Nehmen wir mal an. So, Tempelkatakomben. Wo geht's hier hin? Na Map, was sagst du mir? Tempelkanäle Ost. Tempelschrein. Wo waren wir gerade? Tempelschrein. Also wenn ich hier falsch wäre, total falsch, dann würde mich das ein wenig ankotzen. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal in diese direkten Tempelgärten. Bist du hinter mir? Ja, du bist hinter mir. Mein treuer Begleiter. So, wir jetzt hier hoch. Bitte, hoch. Hoch. Komm her. Komm her. Komm her. Ach, du bist so kacke, Alter. Du bist so kacke, alter Mann. Hier. Alten. Was bist denn du? Hier, komm mit. Du sollst nicht da gegen die scheiß Wand laufen. Das regt mich auf. Ernsthaft. So, ich weiß, dass wir von einer Richtung aus gekommen sind, aber... Ah, ich werde jetzt für den Schrein der Toten reinigen, falls es mir gelingt, steht mir bei. Ja, ich würde richtig hingehen, nicht? Toll. Kommt jetzt irgendwas? Nein. Geschafft, können wir jetzt wieder zum Tempel zurückkehren? Ja, natürlich können wir das. Los, komm. Komm. Ach nein, gehen wir lieber hier lang. Bam, bam, bam. Badam. Geschafft. Ich sehe nichts. Wow. Wo ist unser Bastard? Komm gefälligst mit. Oh, es ist so dunkel. Bist du hinter mir? Gut. Oh. Endlich ist es überstanden. Fehlen uns nur noch 563 andere Quests, die wir brauchen, damit wir ja endlich durch sind. Juhu! Bist du immer noch hinter mir? Wo bist du? Bist du da hinter mir? Nein! Wo zur Hölle bist du? Ich wünschte, ich könnte diesen Typ einfach irgendwo zurücklassen. Was hast du denn da gemacht? Oh, ich könnte verzweifeln. Dieses Spieß ist einfach nur so... Ja, es ist gut, aber es nervt mich mit seinen scheiß Begleitern. Ich meine, ich habe ja jetzt auch Fallout 3 gespielt in letzter Zeit, eigentlich vor einiger Zeit. Und dieses Spiel ist auch gut und es macht auch Spaß. Aber es ist einfach so hart schlecht. Ich meine,
nach einer Zeit stürzt das immer und immer wieder ab. Das ist nicht lustig. Und ich meine, letztens war es sogar so schlimm, ich befand mich in einem Haus, wollte aus diesem Haus raus, aber ich bin nicht aus diesem Haus rausgekommen. Denn immer wenn ich versucht habe, dieses verdammte Haus zu verlassen, ist das Spiel abgestürzt. Ja, ich konnte auch nicht mehr viel machen. Deswegen habe ich es deinstalliert, wollte es neu installieren, aber irgendwie kackt mein Laptop jetzt immer ab, wenn ich versuche, dieses Spiel neu zu installieren. Also ich denke mal, es liegt aus einer Kombination von Viren, die ich auf meinem Laptop habe, und Fallout 3, dass das alles nicht mehr so funktioniert. Es ist schade, wie ich finde, aber ich kann da auch leider nichts machen. Dabei hat es so einen Spaß gemacht. Naja. Man soll sich ja nicht... Tempelkanäle West? Ne, da will ich nicht hin. Ich will hier nach unten. Okay. Ich will mich ja nicht beklagen. Und das, obwohl ich dieses Spiel original gekauft habe. Das soll ich ja mal dazu sagen. Ich bezahle ja sonst wie viel und krieg so einen Scheiß da. Alten. Krieg so einen Scheiß dafür. Sollte nicht schämen. Hab ich hier mein ganzes Zeug reingepackt? Ja, hab ich. Cool. So, auf nach oben. Hallo der Geistlichkeit. Bist du hinter mir, mein Typ? Nein, bist du nicht. Danke. Wir sind doch schon im Tempel, was willst du denn noch? Nämlich undankbare Fatzke. Bist du her? Ja, kommst du. Gut. Können wir das jetzt als abgehackt betrachten? Wo muss ich dich jetzt bitte hinbringen? Wo soll ich dich bitte hinbringen? Wir sind in deinem Scheiß-Tempel. Wo willst du ja noch hin? Eine spezielle Stelle, an die du möchtest. Krankenstuhl, das ist doch genau das Richtige für dich. Da wirst du, glaube ich, hin. Ich bin der große Lord Noob. Kniet vor mir. Alma-Lexia weiß alles. Gut, dann sind wir auch nicht hier hin. Toll. Komm weiter, Meister. Empfangsbereich. Ich habe gehört, es gibt Ärger im Palast. Ist mir scheißegal. Oh, Büro des Erzkanonikers. Geh halt hier rein. Laufen wir einmal im Kreis. Ja, das wird helfen. Das wird... mit dem zum Abschluss gebracht. Ja. Gesegnet auf Erde im Inventar. Ihr wollt unsere Herren dienen. Ihr habt es gut getan. Leider fällt mir nichts ein, was ihr im Moment fühlt. Tun könntet, sprechen mit Fedes Leer. Er hat gewöhnlich Boten gegeben. Und dort zu vergeben. Lasst euch nicht abspeisen, wenn er sagt, dass es nichts zu tun gibt. Ich bin mir sicher, dass es etwas gibt. Wer ist er denn? Ist der oberste Tempeldiener, erhält sich meistens beim Arbeitszimmer im Empfangsbereich. Gut. Auf den Empfangsbereich. Gut, dass du mir nicht mehr folgst, Meister Stalker. Ja, verdammt. Akku schwach. Nein. Das kann doch nicht sein. Meine Scheiß-Stoppuhr. Du. Dienen residiert hier im oben Tempel. Bla bla. Ich will hier irgendwas zu tun haben. Unsere Herrin dienen. Ich habe heute schon mit der Fürstin gesprochen. Es gibt vielleicht eine Sache, bei der jemand mit eurer Fertigkeit und Rüstung kriegt. Ich dir wünsche, dass ihr ein mächtiges Artefakt findet. Barilsas verwobenes Band.
Ich weiß nur, dass die Göttin es wieder haben will. Ihr findet es in den Ruinen unter dem Tempel. Sucht in nordwestliche Richtung, in den Abwasserkanälen. Da gab es seinen Gang in der verlassenen Gruft, der durch einen Einschuss blockiert worden war. Aber Almalexia hat dem Reich räumen lassen. Über den Gegenstand selbst braucht ihr nichts weiter zu wissen. Soweit ich das überblicken, wenn ihr unbedingt mehr wissen wollt, kann euch gar was sagen, vielleicht weitere Einzelheiten mitteilen. Gut, ist mir scheißegal. Wir haben unsere Zeit wieder mal super verschwendet und ich speichere, bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen vor allem und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind Tribunal. Ich bin der Werfer, bis dann, ciao.